Der japanische Aktienmarkt stand im Zentrum des jüngsten Börsenbebens, anlässlich dessen der Nikkei 225 innerhalb eines Tages um 12% einbrach. Mittlerweile hat sich der Index wieder etwas erholt, doch weiterhin liegt der Nikkei rund 17% unter dem Allzeithoch. In diesem Video suchen wir nach unbewerteten Qualitätsaktien made in Japan. Bei welchen Aktien wir fündig werden, wirst du in diesem Video erfahren. Es werden drei Aktien sein, die wir uns näher anschauen. Mein Name ist Thorsten Thiele, geht es ums Investieren, langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und diesmal sind es eben Qualitätsaktien aus Japan. Normalerweise spielt die Musik ja am lautesten in den USA, aber auch in Europa und Asien gibt es melodische Börsenklänge. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Und jetzt geht's los. Und bevor ich zu den Aktien gehe, gucken wir uns mal den japanischen Markt an, der ja stark korrigiert hat und sich dann wieder etwas erholt hat. Wie sieht denn es da global galaktisch aus? Dafür gehen wir in den japanischen Leitindex Nikkei 225. Und hier ist so teuer, ist der Nikkei 225. Diese ganzen Indexprofile, so heißen die, könnt ihr euch alle schon kostenlos selbst ansehen. Und hier haben wir auch schon den Nikkei 225, machen wir die nächsten 6 Monate. Und da sieht man, denke ich, recht eindrucksvoll den Abverkauf hier. Und die Erholung sieht man auch, aber man sieht, dass der Höchstkurs deutlich unterschritten ist, nach wie vor. Und vor allem auch, dass hier dieses hohe Bewertungsniveau mit bis an ein 28er KGV deutlich jetzt sich auch korrigiert hat. Trotz der Erholung liegt jetzt bei knapp 23. Wenn wir mal auf Year-to-Date gehen, fügt man nur einen Monat an und dann sieht man aber auch schön hier die strikte, starke Aufwärtsentwicklung hier bei den Kursen, beim Kursverlauf des Nikkei und dann aber auch, wie die Bewertung quasi in die Höhe schnellte. Und wenn wir auf 5 Jahre mal rauszoomen, dann sehen wir, dass wir mit dem KGV von 22,5 relativ nah am 5-Jahres-Durchschnitt Mittelwert liegen von knapp 23. Mit anderen Worten, der Nikkei hat seine Überbewertung größtenteils mittlerweile abgebaut und ist jedenfalls basierend auf dem 5-Jahres-Durchschnitt annähernd fair bewertet. Beim Nasdaq, glaube ich, sieht es noch ganz anders aus, aber das könnt ihr euch dann selbst anschauen. Jetzt gehen wir mal hin in den Aktienfinder, weil wir wollen jetzt hier ein paar japanische Qualitätsaktien rauspicken. Und da schränken wir zuerst mal auf das Land ein. Also ich gebe hier Japan ein. Und dann seht ihr hier noch 343 Aktien. Also wir analysieren mehr Aktien als nur in Anführungszeichen die, die im japanischen Leitindex drin sind, die 225. Und was wir jetzt noch machen ist, wir wollen ja Qualitätsaktien und da gehen wir mal relativ aggressiv hin auf sehr stabile Gewinne, sehr stabil steigende Gewinne, das heißt Gewinnstabilität 0,9. Wir wollen auch japanische Blue Chips haben, also keine kleineren, über 10 Milliarden Euro. Marktkapitalisierung und dann natürlich Unterbewertung. Hier haben wir ja verschiedene Kriterien, nach denen man filtern kann, um unterbewertete Aktien zu finden. Wir nehmen hier einfach mal mindestens 10% Unterbewertung anhand des bilanzierten Gewinns. Ihr seht, es sind nur noch 22 Aktien, also 22 Blue Chips, die sehr stabil steigende Gewinne haben. Jetzt wollen wir auch die haben, die mindestens 10% unterbewertet sind anhand dieses Indikators. Dann sind es noch 7, also relativ wenig Aktien, die hier so übrig bleiben. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und 3 davon habe ich mir für euch rausgepickt. So. Ich habe hier die Asahi Group. Also was man erstmal sieht, ist, alle schütten zweimal im Jahr, ja, Dividende aus. Wir haben ja unterschiedliche Dividendenrenditen von etwas unter 1% bis 3,3%. Und wir haben hier auch relativ gute Zahlen nach der klassischen Kennzahlen, wie lange die Dividende nicht gesenkt wurde. Haben wir sogar mal 38 Jahre drin, 26, 29, 21 Jahre. Mit dem Dividendenwachstum ist nicht so ganz wie in den USA so wichtig. Da wird nicht auf Teufel komm raus gesteigert. Deshalb hier das höchste der Gefühle die Asahi Group, 7 Jahre. Aber hier seht ihr die Stabilität der Dividende. Das sind alles sehr zuverlässige Dividendenzahler. Natürlich auch beim Gewinn, da haben wir entsprechend gefiltert. Und wenn wir jetzt mal noch hier ein bisschen weitergehen, da geht es in die Bewertungskennzahlen rein. Und da haben wir dann einen fairen Wert. Das ist jetzt die Unterbewertung. Und da haben wir auch noch gefiltert, mindestens
mindestens minus 10 muss da stehen. Und ihr seht, das stimmt auch. Und dann haben wir noch andere Kennzahlen, die ebenfalls Indikator sind für die Unterbewertung, auch eines bereinigten Gewinns, operativen Cashflows, des Umsatzes etc. Das heißt, was wir hier machen, ist immer, wir berechnen den Durchschnitt auf 10 Jahre, also zum Beispiel durchschnittliches KGV, durchschnittliches Kurs-Cashflow-Verhältnis, durchschnittliches Kurs-Umsatz-Verhältnis und setzen das in Bezug zum aktuellen Multiple, also aktuelles KGV, KCV, KUV oder auch Dividendenrendite und berechnen daraus quasi dann die Unterbewertung. Das ist einfach nur ein Indikator erstmal. Natürlich ist es schön, wenn die einzelnen Indikatoren in die gleiche Richtung laufen. Also wenn ihr überall steht, das wäre unterbewertet, dann lohnt sich da schon ein Blick drauf. Was man hier auch noch sieht, ist, dass kurzfristig, auch auf die letzten 6 Monate insbesondere, haben diese Aktien eine schwere Zeit durchgemacht an der Börse, die fast alle davon im Minus. Wenn wir länger mal zurückblicken, dann sieht man, okay, man hätte dann bei langer Haltedauer doch eine ordentliche Rendite eingefahren. Das sind ausschließlich Kursgewinne, die Dividenden kommen noch oben drauf. Das ist jetzt nicht Nvidia-like, dass man da quasi Millionär wird im Depot mit dieser Aktie, aber man sieht hier, da sind trotzdem hier Kursvervielfacher drin. Das höchste der Gefühle, die Systemex hier, die sich verachtfacht hat, knapp auf 15-Jahres-Sicht. Ich habe jetzt 3 Aktien davon rausgepickt und ich fange mal an mit der Asahi Group, weil wir die auch mal analysiert hatten hier. Und als kleines Geschenk für euch werde ich jetzt diese Premium-Analyse hier, das ist eine Premium-Analyse für alle, kostenlos machen. Ich platziere den Link in der Videobeschreibung, dann könnt ihr noch mehr zu Asahi erfahren, weil in dem Video kann ich ja nicht so detailliert reingehen, das würde sonst viel, viel zu lange dauern. Gucken wir uns erstmal die Performance an und dann schauen wir hier, hier haben wir 10 Jahre, da seht ihr, da hat sich die Aktie verdoppelt, beziehungsweise nicht mal ganz, weil der Rest kommt auch von der Dividende, damit es 105% sind. Ist da jetzt also nicht so der Kursvervielfacher. Auf längere Sicht sieht es aber ein bisschen besser aus. Und die Dividende, die ist hier ja bei 2,5%. Und wir haben hier, aber das würde ich schon als dynamisches Dividendenwachstum bezeichnen, eine Dividende, die dann auch steigen soll, Anfang 2027 bei 3,7% liegen soll. Schauen wir uns mal das Dividendenwachstum an hier. Dann sieht man, ja, gab ja etwas eine Verlangsamung auf 10 Jahre im Schnitt, zweistellig 12%, dann 6% und jetzt soll es wieder ein bisschen mehr anziehen. Also ein durchaus interessanter Dividendenwert. Und dann gucken wir mal hier in den Qualitätscheck rein. Bezüglich zur Dividende sei noch gesagt, es gibt keine Doppelbelastung wegen Quellensteuer. Die wird voll anerkannt vom deutschen Staat, beziehungsweise es gibt keine Doppelbesteuerung in diesem Sinne. Also das ist unbedenklich Japan. Wir haben hier die Gewinnentwicklung. Ihr seht hier die Corona-Crash, die Corona-Delle, wie ich es mal sage. Und dann haben wir eine Stagnation erstmal auf hohem Niveau. Und der Gewinn soll jetzt aber wieder anziehen. Er zieht schon an, man sieht es hier. Er zieht schon an, er ist schon im letzten Geschäftsjahr gestiegen. Und das ist jetzt das Halbjahr 2024, das laufende Geschäftsjahres quasi. Und es soll noch mehr ansteigen, der Gewinn. Wenn wir das Ganze mal hier noch ein bisschen weiter runter gucken, da ist jetzt nichts so Interessantes dabei, gehen wir gleich mal in die Bewertung. Multiples hier, um einen Eindruck zu kriegen, wie sportlich oder wie günstig die Aktie bewertet ist. Und da sehen wir hier doch, dass insbesondere nach der jüngsten Korrektur, also die Aktie ist immer noch so ein bisschen im Abverkauf drin, haben wir jetzt hier ein KGV irgendwo von um die 14 und es ist deutlich unter 10 Jahres, Schnitt von 17,45. Auch unterhalb, wenn wir mal hier diesen hohen Zeitraum wegmachen, haben wir ja jetzt einen Schnitt von 16,4 und sind wir immer noch drunter. Also das würde schon suggerieren, dass wir hier eine Aktie haben, die günstig bewertet ist. Und wenn wir dann hier das dynamische Gewinnwachstum noch einbeziehen für das künftige KGV, basierend auf dem aktuellen Kurs, dann sieht man hier, dass wir beispielsweise Ende 2027 KGV hätten von nur um die 10. Das ist günstig, war die Aktie noch nie. Also schauen wir uns das Ganze mal beim fairen Wert an. Das hier ist auf dem bereinigten Gewinn. Man kann auch den fairen Wert auf dem balancierten Gewinn. Ihr seht, der ändert sich kaum. Ich nehme mal den bereinigten Gewinn hier, weil er schon eingeblendet war.
und auch etwas besser hier zum tatsächlichen Kursverlauf passt, dann zoome ich mal näher rein. Und man sieht hier schon deutlich die Unterbewertung. Also der Gewinn, das hier ist interessant. Ich zoome noch näher rein. Der Gewinn steigt schon. Man sieht es hier, das steigt schon. Das ist 2022 gestiegen, 23, 24. Aber hier, das Gewinnwachstum wird überhaupt nicht vom Kurs quasi mitgetragen. Also der Kurs folgt dem Gewinnwachstum noch nicht. Im Gegenteil, hier war ja der Abverkauf nochmal gewesen, sicherlich aufgrund der allgemeinen Börsenschwäche. Und das führt jetzt dazu, dass wir hier ein schönes Gewinnwachstum, also ein schönes Renditepotenzial haben von hier jährlich 28%. Das wäre jetzt bis Ende 2025. Hier fliegen relativ viele Analysten weg. Deshalb steht hier geringe Aussagekraft, aber man könnte es ja trotzdem mal vorschreiben. Also sieht halbwegs realistisch aus. Das wäre dann hier Gewinnwachstum so um die 10%, sage ich mal. Hier für die nächsten Jahre hätte man hier eine Renditeerwartung von jährlich 20%. Ist natürlich schon ordentlich, hauptsächlich Kursgewinne. Jetzt muss es natürlich nicht so sein, dass Asahi, habe ich überhaupt gesagt, was die machen? Also ich glaube, das ging hier aus dem Cover ein bisschen hervor, ne? Also Getränke, Bier auch. So, das heißt, selbst wenn sich jetzt dieses Renditepotenzial nicht komplett entfalten sollte, weil der Kurs eben nicht so steigt, dann kann man auch sich mit der Hälfte oder so zufrieden geben. Und wenn man das macht, dann hat man ja immer noch ein zweistelliges Gewinnpotenzial. Hier hätte ich jetzt auch einen Aktienkurs von 7.080 japanischen Yen. Der faire Wert hier läge bei bereits 9.300 knapp japanischen Yen. Kann man so ein bisschen spielen und gucken, mit was man rechnen könnte. Zum Beispiel mal hier den alten Höchstkurs ungefähr wieder erreicht von 5.859. Ach, ungefähr hier. Bisschen höher, da hätte man 7,4, hätte man quasi den Markt. Also man kann sogar noch ein bisschen oder recht deutlich nach unten gehen hier. Ich finde das KGV schon okay soweit. Ich habe es nicht nach unten korrigiert. Und dann hat man trotzdem noch eine recht ordentliche Renditeerwartung. Wir können auch einen Prognosekorridor einblenden hier bezüglich optimistischer und pessimistischer Schätzungen. Weil das in der Mitte ist ja die Konsensschätzung, das sieht man, ist alles eigentlich relativ nah beieinander, was für eine relativ gute Prognostizierbarkeit der Unternehmensentwicklung, Gewinnentwicklung spricht. Also die Asahi wäre schon interessant, haben wir schon länger immer mal gecovert. Die Kursentwicklung der letzten Zeit hat enttäuscht, aber umso größer ist eben das Potenzial. So, dann gucken wir mal uns die nächste Aktie an. Und das wäre Daikin Industries hier. Und die stellen in erster Linie, oder sind in erster Linie bekannt für Klimaanlagen. Megatrend Klimaerwärmung, Profiteur. So, die Dividendenrendite liegt bei 1,4% und man sieht, die ist deutlich gestiegen. Die fiel vor kurzem noch viel niedriger aus. Hier zum Beispiel vor rund 3 Jahren, da lag sie bei lediglich um die 0,6%, soll auch noch weiter steigen. Wir haben hier ein Dividendenwachstum, das noch etwas dynamischer ist wie das bei der Asahi Group. Die Performance hier kann man sich auch mal anschauen. Da sieht man, dass ab 2012 das eine richtig erfolgreiche Aktie war. Wir haben sogar mehr als einen Ten-Bagger, das ist aber seit 2000 bis heute, während sich in den ersten 12 Jahren relativ wenig getan hat. Von 2000 bis 2012 lief es danach umso besser. Allerdings hier haben wir jetzt beim Kurs von 17.225 japanischen Yen, den hatten wir auch schon erreicht gehabt. Wo haben wir es? Hier irgendwo. Ja, ich sage mal Mitte 2020. Da seitdem eine relativ volatile Seitwärtsbewegung hier. Und jetzt hier sehen wir den Abverkauf. Wenn wir mal hier to date auch mal reingehen, dann sieht man, hat die Aktie 23% ungefähr verloren. Das ist interessant. Die liegt jetzt sogar noch etwas tiefer als direkt nach dem Crash. Muss mal gucken, ob die jetzt ganz neue Zahlen auch haben. Ja, richtig. Hier sieht man P Preliminary, also die Halbjahreszahlen sind veröffentlicht worden. Wir haben leicht rückläufige Gewinne. Sicherlich auch deshalb dann hier nochmal der Abverkauf. Man sieht hier,
Die Margen sind etwas unter Druck und sollen aber wieder weiter steigen und auch hier die Unternehmensgewinne sollen dann auch wieder anziehen. Eine sehr ordentliche Bilanz sieht man hier. Wir sind, würde ich mal so sagen, netto schuldenfrei, wenn ich die liquiden Mittel den zinstragenden Verbindlichkeiten gegenüberstelle, sieht man, dass die liquiden Mittel höher sind und hier auch die Dividenden gedeckt, sowohl durch Gewinn als auch Free Cashflow. Insofern gehen wir gleich mal hier zu den Multiples und dann sehen wir hier aktuelles KGV von um die 20, günstiger als in der Vergangenheit, insbesondere hier, da war Daikin Industries mit einem über 40er KGV bewertet, also relativ sportlich. Mittlerweile sind wir wieder hier beim deutlich niedrigeren KGV angekommen. Dann gehen wir mal in die Bewertung rein. Was nehmen wir hier? Hier nehmen wir mal den bilanzierten Gewinn und legen den fairen Wert auf den bilanzierten Gewinn ein bisschen drüber. Unterscheidet sich geringfügig für den bilanzierten Gewinn. Und wenn wir das machen, dann haben wir hier erstmal eine Gewinnerwartung. Haben wir hier erstmal leicht rückläufige Gewinne und dann soll der Gewinn recht dynamisch wieder steigen im zweistelligen Bereich hier zwischen 18 und 11% hier für die nächsten Jahre. Aber erstmal soll es hier ein Jahr sein mit etwas Gewinnrückgang. Der Aktienkurs, hier sieht man auch schon, dass die Aktie jetzt unterbewertet scheint. Wenn wir erstmal hier so ein schlechtes Jahr haben, was man dann da machen kann, ist mal ein bisschen Vorsicht einzupreisen, weil irgendwas scheint da ja jetzt gerade so nicht ganz optimal zu laufen. Dann korrigiert man gerne mal etwas nach unten. Hier könnte man jetzt das KGV auch auf Marktniveau, also auf 21 runter korrigieren. Da hätte man per Definition jetzt quasi den Fernwert da angesetzt, wo der Aktienkurs ist und dann mal schauen, was haben wir hier für eine Renditeerwartung? Und die wäre dann bei 16% jährlich, jetzt über etwas mehr als 1,5 Jahre. Das kann man mal fortschreiben hier, weil mir es halbwegs plausibel scheint. Die Schätzung von den Analysten noch da hinten raus. Das wäre dann 14,7%. Das ist jetzt auch schon, würde ich sagen, recht ordentlich. Und derjenige, für den die Aktie ins Depot passt und auch entsprechend zur Anlagestrategie, könnt ihr hier sehen in der Scorecard. Das wäre jetzt hier Dividendenwachstum. In erster Linie, da könnte man dann theoretisch auch schon mit einer Tranche einsteigen nach dem Abverkauf hier. Oder man setzt dann halt noch entsprechend hier Kauflimits, zum Beispiel bei 15.000 japanischen Yen hätte man eine Renditeerwartung, die nochmal deutlich höher wäre, bei 21,6%. Könnte man dann hier einfach eine 15.000 hier reinschreiben. Nicht wundern hier. Ich hätte mir erst überlegt, die Akte zu analysieren, aber wir haben dann am Ende nicht so interessant genug. Ihr seht auch hier das Kauflimit sehr weit weg vom aktuellen Kurs. Was haben wir gesagt? Ich glaube 15.000. Ne? 15.000 japanische Yen könnte man hier eingeben. 15.000, 1, 2, 3. Und dann wählen wir hier direkt die japanischen Yen aus. Hier speichern das ganze Ding und hier sieht man dann die Differenz sind noch 2.500 japanische Yen. Und wenn das dann erreicht wird, wird es grün und kriegt man dann in deinem Mail Bescheid, dass Daikin Industries quasi den Kaufkurs erreicht hat. So, das wäre die zweite Aktie gewesen. Welche habe ich mir noch ausgesucht? Die da unten, Unicharm, japanisches Procter & Gamble vom Geschäftsmodell her. Die haben eine relativ niedrige Dividendenrendite im Vergleich zu Procter & Gamble. Ein Dividendenwachstum so knapp 10%. Und wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, hier Dividendenhistorie, dann seht ihr das. Und die Dividendenrendite nochmal 0,9%. Die ist aber noch nie so sonderlich hoch gewesen, ist sogar etwas über dem Durchschnitt. Sollte dann hier bis zum Jahr Ende 2000, Anfang 2024 1,1% erreichen. Also wegen der Dividende wird die Aktie wahrscheinlich keiner sich ins Depot legen. Da müssen es dann also die Kursgewinne reißen. Gucken wir mal, was die Performance macht. Wir sehen hier aufs Jahr leicht im Minus, auf 10 Jahre 146%. Und wenn wir richtig noch länger zurückgehen, dann hat sich die Aktie also doch recht gut entwickelt mit über 700% Gesamtrendite, das meiste davon Kursgewinne. Aber auch hier jetzt sieht man relativ schön, in der jüngsten Vergangenheit hat sich recht wenig getan. Das glaubt man gar nicht, bei relativ vielen Aktien hat sich hier doch recht wenig getan, obwohl
obwohl der Nikkei 225 so stark angezogen ist. Ich denke, es hat da mit den Technologieaktien zu tun, die wir hier in Japan haben, im Nikkei 225, die eben extrem stark gestiegen sind und den Index nach oben gezogen haben. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht zu den Seven Samurai, so werden die genannt. Ich fand sie, kleiner Disclaimer, nicht so, sondern nicht attraktiv. So, gucken wir mal den Qualitätscheck an und da sieht man doch schön, dass die Gewinne langfristig steigen. Nochmal, was machen die? Können ja auch in die Segmente vielleicht reingehen. Personal Care, also Pflegeprodukte. So komme ich auf Procter & Gamble und dann hier noch ein bisschen für Tiere, auch Pet Care. Und die Dividenden schön gedeckt. Auch hier der freie Cashflow spielt mit, deckt die Dividenden ebenfalls. Die Margen sind relativ volatil hier so ein bisschen, wenn die Umsätze sich sehr stabil entwickeln. Aber längerfristig gesehen steigen die Margen. Was die Multiples angeht, sieht man hier, das ist heute der bilanzierte Gewinn, dass wir deutlich unter dem Durchschnitt sind mit einem KGV von 31, was jetzt nicht so günstig ist. Aber hier seht ihr, wie das KGV dank der steigenden, prognostiziert steigenden Gewinne sinken soll auf bis zu 22 gegen Ende 2027. Also das suggeriert erstens, dass die Aktie jetzt nicht wirklich günstig ist an sich, aber dass sie günstiger ist als im historischen Schnitt. Fairer Wert. Man kann natürlich immer noch mal hier, aber wir haben uns jetzt erspart, hier nochmal gucken, was so die Indikatoren sagen. Hier zum Beispiel sagen die Indikatoren, also die Aktie ist ja gerade noch reingerutscht so in den Filter, dass die Aktie jetzt nicht so stark unterbewertet ist wie beispielsweise die hier. So, ich denke, wir lassen die Einstellung so, wie sie ist. Und wir haben hier, Moment, ich mache eine Bewegungslinie, dass ich drinne, wir zoomen mal ein bisschen rein, was mich immer interessiert, auch nochmal. Das ist das prognostizierte Gewinnwachstum hier und das fällt hier mit 11, 12% im Jahr, soll es wachsen. Wir haben hier keine Delle bezüglich Gewinnentwicklung, das ist schon mal erfreulich. Also es geht hier bergaufwärts, die Delle war mal da hinten und hier. Wir sehen, dass der aktuelle Aktienkurs mit knapp 5000 japanischen Yen irgendwo da ist, wo er schon mal hier war. Damals war der Gewinn aber niedriger. Suggeriert also auch eine Unterbewertung. Ist ein relativ stabiles Geschäft, aber ein 37er KGV für so 10% Gewinnwachstum erscheint mir doch ein bisschen viel. Das heißt, ich würde es schon nach unten korrigieren auf 29, also relativ aggressiv, eigentlich deutlich nach unten korrigiert. Und dann seht ihr auch hier, wie sich der faire Wert auch gleich anpassen wird. Nochmal 29, ja, also ist ein bisschen Gefühlssache. Machen wir mal 30. Und dann seht ihr, dass die Aktie darauf basierend leicht überbewertet ist. Und dann gucken wir uns mal die Gewinnentwicklung an, beziehungsweise die Renditeerwartung bis Ende 2026. Da wäre dann der faire Wert bei knapp 6.000, um die 5.900 japanischen Yen. Und das wäre dann hier eine jährliche Renditeerwartung von knapp 9% mit der Korrektur hier nach unten. Und wenn man noch mehr will, dann kann man hier entsprechend an die Kauflimits setzen oder mal gucken, und nicht Kauflimits setzen, sondern mal gucken, wo man landen würde, wenn man zum Beispiel hier bei 4.700 knapp zuschlagen würde, dann hätte man eine Renditeerwartung von 11%. Also das finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Welche Strategie passt das rein? Mal in die Scorecard reingucken. Dividendenwachstum und Gewinnwachstum. Gewinnwachstum auch schon, weil die Gewinne steigen ja recht dynamisch mit 10% plus. Das ist schon recht dynamisch. Also das ist schon eine Aktie, würde ich sagen, wo, wenn man sich Japan vorstellen kann und man dynamisches Gewinnwachstum, so schöne Steigerungen mag, dann könnte das schon eine Aktie sein, die interessant sind, vor allem auch, weil das Geschäftsmodell doch recht stabil ist. Da könnte man dann wirklich hier so irgendwo bei 4.600, 4.500, das mache ich jetzt auch, japanischen Yen, mal so ein Kauflimit setzen. Und dann, wenn es erreicht wird, kann man immer noch schauen, was man draus macht. Also hier. Und das lösche ich mal, weil das war nur für das Video gedacht, was ich dann aber nicht gedreht habe mit der Aktie. So, das waren jetzt
Drei Qualitätsaktien, will ich meinen, aus Japan, die tendenziell eher unter- bzw. günstig bewertet sind. Wenn du noch mehr Japan-Aktien willst, dann kannst du einfach hier mal Stabilität des Gewinns von 0,9 auf 0,8 mindestens runtergehen. Und dann siehst du, ach, so viel mehr Aktien hat man da ja gar nicht. Wundert mich gerade. Naja, von 7 auf 12, okay. Wenn man auf 0,7 geht, hätte man 19. Aber na, oder man macht Folgendes: Man bleibt bei 0,9 und sagt, leichte Unterbewertung reicht schon, müssen keine 10% sein. Ha, da käme noch eine dazu. Okay. Also, ihr seht, Qualität hat ihren Preis. Das haben wir jetzt gerade hier empirisch nochmal nachgeschaut und bewiesen. So, ich hoffe, da war was Interessantes dabei für euch. Ihr habt auch vielleicht ein bisschen was gelernt, wie ihr selbst nach unterbewerteten Aktien kennt. Muss ja nicht unbedingt nur Japan sein. Dasselbe könnt ihr auch mit USA, Deutschland und anderen Aktien machen, hier mit dem Qualitätsfilter. So, und jetzt, falls euch Asahi zugesagt hat, viel Spaß bei der Asahi-Aktienanalyse. Ciao!